Wir machen einmal den Grundsatzfehler, dass wir von Produktpolitik ausgehen, wo es Bedürfnispolitik heißen müsste. Und wenn wir dann über Variation sprechen, gehen wir von Produkt aus, das ist wie wenn man an einer Kreuzung rechts oder links geht. Man geht den Weg und sagt Produkt und dann ist man bei Produktvariation. Und dann kommen die Möglichkeiten. In Wahrheit muss man schauen auf Bedürfnisveränderung und dementsprechend das Produkt verändern. Also der Ansatz ist hier falsch. Der Ansatz ist im Materiellen, wo der Ansatz im Immateriellen, also bei den Bedürfnissen, sein sollte. Wenn wir aber den Fehler jetzt mal hier machen und sagen Möglichkeit der Produktvariation, dann können wir sagen technische Eigenschaften ändern. Das ist eine Möglichkeit der Produktvariation. Technische Eigenschaften ändern. Heißt nicht, dass man nie so denken darf, aber bitte immer bedürfnisorientiert. Technische Eigenschaften ändern bedeutet Material oder Qualität oder Konstruktionsprinzip verändern. Dann ästhetische Eigenschaften ändern. Das ist Design, Farbe, Form. Oder symbolische Eigenschaften ändern. Das ist zum Beispiel der Markenname. Raider heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nichts. Symbolische Eigenschaften ändern, also den Markennamen verändern. Und damit sind wir wieder bei bedürfnisorientiertem Vorgehen. Das ist immer erfolgreicher, als wenn wir vom Produkt ausgehen, vom Bedürfnis auszugehen. Die Form der Produktvariation, die wirklich gut ist, die wirklich empfehlenswert ist, das andere kann man machen. Ja, man kann, wenn man das Produkt in grün hat, kann man es in gelb und blau machen, weil es immer Leute gibt, die ein Produkt nach ihrer Lieblingsfarbe kaufen. Das gibt es durchaus schon, ist dann aber wieder das Bedürfnis. Ist nicht so sehr ne, diese technische oder ästhetische Variation. Aber die Königsdisziplin im Rahmen der Produktvariation ist Zusatzleistung. Auf Neudeutsch Added Value. Das heißt, wir verleihen dem Produkt noch einen Zusatzwert durch eine Zusatzdienstleistung. Und das ist eine Tendenz der letzten Jahre, die sehr interessant ist, die Grenze zwischen Produkt und Dienstleistung verwischt. Kauft man noch das Produkt oder kauft man die damit verbundene Dienstleistung? Das kann man manchmal gar nicht mehr so klar sagen. Kauft man ein Auto oder kauft man die BMW-Card mit den ganzen Zusatzleistungen, dass man irgendwie an Golfturnieren leichter teilnehmen kann, bestimmte Hotelzimmer günstiger buchen kann und, und. Also das Ganze drumherum, diese Kooperation mit Gastronomie, Hotellerie, Sportveranstaltungen, Events und was da so alles dranhängt. Kauft man die Service-Dienstleistung, dass wenn man liegen bleibt, abgeschleppt wird oder ein Betreuungsdienst kommt und, und. Die Grenzen zwischen Produkt und Dienstleistung verwischen zunehmend. Was daran liegt, dass andere Länder mittlerweile auch Produkte in guter und sehr guter Qualität produzieren können. Und wenn Produkte im Kopf des Kunden als homogen empfunden werden, dann geht der Wettbewerb in Richtung Preispolitik. Und um dieser Tendenz auszuweichen, kann es sinnvoll sein, das Produkt durch Added Value, durch Zusatzleistungen zur Dienstleistung hin zu verwischen. Zu sagen, du kriegst bei mir nicht nur das Produkt, du kriegst ein komplettes Beratungskonzept. Und das Produkt ist eigentlich nur ein Baustein in diesem kompletten Konzept.